Mein Name ist Dr. Silvia Holle-Robert. Ich bin Dermatologin in Wien, habe eine Praxis und habe sehr viele Patienten mit Warzen, die mich tagtäglich um Hilfe bitten. Es ist eine Viruserkrankung, es ist eine Infektion, die man sich an diversesten Plätzen, sei es ein Schwimmbad, eine Sauna, eine Turnhalle, ein Turnsaal in der Schule, holt. Über Reibung und Schwitzen kann das sehr leicht in die Haut eindringen. Und dann fängt eine Viruswarze in der Haut an, sich zu vermehren und eine Hyperkeratose, das ist wie eine Burg, ein fester Hornhautberg, der oberhalb der Viruswarze sitzt, die sich dann bildet und dann geht es darum, sie zu bekämpfen. Als sehr gute Therapieoption haben wir die Silbernitratstäbchen, also Silverinstäbchen zur Verfügung. Diese gibt es in zwei verschiedenen Konzentrationen und je nach Hautstelle, je nach Alter des Patienten oder wie empfindlich diese Hautstelle ist, kann man zwischen diesen zwei Konzentrationen wählen. Die 50% Ätzstäbchen, Silverinstäbchen würde ich bei Kindern, bei zarter Haut, bei den Händen zum Beispiel anwenden. Und die 75% eignen sich besonders gut für die Stellen, wo eine sehr harte Haut, wo sehr starke Hornhautbildung über der Warze ist. Dort verwendet man die stärkere Konzentration dieser Stäbchen. Bei der Behandlung mit den Silverinstäbchen ist eines besonders wichtig. Ich fange mit der Behandlung an als Arzt. Ich zeige dem Patienten, wie es funktioniert. Ganz wichtig ist, dass man das Stäbchen aus der Verpackung nimmt, in ein Glas Wasser hält oder vielleicht einfach nur unter die Wasserleitung hält. Es muss nur befeuchtet sein. Und mit diesem befeuchteten Stäbchen oder mit der Spitze des Stäbchens sollte die Warze berührt werden. Die Behandlung dauert nur wenige Sekunden. Es geht wirklich nur darum, ein- oder zweimal mit befeuchteter Spitze auf diese Warze zu tupfen und dann ist die Sache erledigt. In dem Moment, wo die Wirksubstanz auf die Warze aufgetragen wurde, beginnt bereits ein Prozess. Es kommt langsam zu einer Verfärbung. 24 Stunden später wird diese Stelle schwarz sein und dann muss die Haut sich erneuern und ablösen. Und das passiert in der Regel innerhalb von 4 bis 7 Tagen. Nach 7 Tagen erwartet man, dass ein großer Teil der Warze bereits entfernt wurde bzw. sich die Haut erneuert hat und abgelöst hat. Manchmal ist die Warze damit verschwunden und manchmal muss man eine Woche später, 10 Tage später, diese Behandlung noch einmal durchführen. Das kann man allerdings sehr gut zu Hause, wenn man einmal gesehen hat, wie einfach die Behandlung passiert.